Servus Leute und herzlich willkommen zu der 13. Episode von Linicas British Mission. Und ja, im Hintergrund seht ihr ja schon, dass wir das komplette Silberteam haben und mit dem geht es jetzt gegen unseren ersten Gegner. Wir treffen auf Shane Long im Sturm und noch einen brasilianischen Innenverteidiger von Napoli. Die erste Chance dann auf unserer Seite. Wir gehen hier mit einem unserer Spieler und dann kommt der Ball von Vardy auf Lineker und Lineker steht dann frei vom Keeper und schiebt den flach unten rechts. Hinein zum 1:0 in der vierten Minute bereits ganz früh die Führung für die britische Mannschaft um Lineker. Der Gegner dann mit einem Einwurf auf der rechten Außenbahn. Immer noch sehr früh in der ersten Hälfte und dann kommt er hier zu einem Abschluss, aber unser Keeper Lewis da mit einer Glatztat. Dann nochmal ein erneuter Ball von Lineker, der da einfach nur vorgeholzt wurde, aber Lineker bekommt ihn, Lineker schießt und Lineker trifft. Ins kurze Eck vorbei am Keeper zum 2:0 nach 15 Minuten. Wir bauen das Ding dann ruhig weiter auf, spielen den Ball auf Lineker vor, der auf Wels und der sieht Lineker laufen und Lineker macht dann das Ding per Volley rein vorbei am Keeper. Nach 24 Minuten also das 3:0 durch Lineker und dann hatte der Gegner nochmal einen Freistoß. Lineker steht da, Lineker holt sich den Ball und dann geht er einfach durch die letzten zwei Spieler und dann steht er frei vom Keeper und macht das Ding auch noch rein. Zum 4:0, also noch ein Tor von Lineker, alles in der ersten Hälfte bisher noch und Henrique konnte da eben auch nichts machen, aber es war ein großer Fehler. Dann geht es weiter, Vardy am Ball und Vardy geht dann einfach durch und Vardy steht dann vorm Keeper und macht das Ding zum 5:0, aber ein Lob muss ich dem Gegner sagen, er hat seinen Controller nicht weggelegt, er hat auch nicht gequittet, er hat durchgespielt und das war wirklich lobenswert. Daran sollten sich manche Spieler echt ein Beispiel nehmen, aber es geht weiter. Lineker bekommt den Ball, aber diesmal trifft er leider nur den Außenpfosten und damit steht es weiterhin nur 5:0. Dann nochmal eine Freistoßsituation für den Torwart. Lineker steht da, holt sich den Ball und trifft zum 6:0. Auch dieser Ball ist drin, 6:0. Lineker hier mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Tore es waren, aber es waren sehr viele und naja, vorbei ist es noch nicht. Lineker bekommt nochmal den Ball. Lineker schießt nochmal. Und auch dieses Mal trifft Lineker zum 7:0. Jetzt wurde es dann doch schon gegen Ende ein bisschen peinlich. Aber das Ding ist durch. Lineker hat hier fast alle Tore geschossen. Und deswegen gibt es natürlich auch ein paar Upgrades. Die Upgrades sind dann Robinson, ein neuer Keeper. Dann Stones, John Stones von Everton, ein neuer Innenverteidiger. Dann Cresswell, unser Außenverteidiger. Dann Spearing, ein neuer zentraler Mittelfeldspieler, genauso wie Mudge, den wir ebenfalls im zentralen Mittelfeld neu haben. Und dann kommt noch Bennett von Norwich City auf der rechten Außenbahn. Wir kommen gegen Rotterdam FC und da seht ihr das Team. Er hat Mattes Bolli, 97 Pace. Und der Norweger, ich weiß zwar gerade nicht genau, wie er heißt, aber der ist gefühlt 5 Meter groß und dieses Spiel wird hart. Wir sehen es hier gleich mal. Bolli bekommt den Ball und Bolli geht dann einfach mal. Und ja, dann schießt er drauf. Der Keeper hat ihn erst, aber im Nachhinein trifft dann Bolli zum 1:0 in der 17. Minute. Und ja, da steht es schon 1:0. Das Pace haben wir schon zu spüren bekommen. Aber hier ist natürlich nochmal Bolli am Ball. Und dann geht er und dann nutzt er sein Tempo. Und dann kommt er durch, bringt die Flanke in die Mitte. Und dann ist dieser Ball auch drin, 2:0 nach 24 Minuten durch den Kopfballtreffer von RB, so wie der große Stürmer heißt. Wir haben einen Eckball, dann den hatte der Keeper nicht ganz sicher haben können und dann auch der Nachschuss aufs Tor, aber da steht immer noch ein Spieler und wir hatten nicht das Glück, auch bei diesem Nachschuss, dass der Ball aufs Tor bzw. ins Tor konnte. Dann Jordan Ibe, unser linker Mittelfeldspieler, spielt einen langen Ball auf Lineker und Lineker schießt einfach mal, aber im kurzen Eck hatte der Keeper seine Reflexe gezeigt und pariert diesen Ball. Dann nochmal der Gegner Jakobsen am Ball, spielt auf Dumbia, den er zur Halbzeit gebracht hat, also noch mehr Pace und Morales ebenfalls zur Halbzeit gekommen, leitet auf Bolli weiter, der will schießen, kommt zu Fall und es gibt Elfmeter.
Und Doumbia wird diesen Elfmeter schießen. Mal schauen, ob Robinson, unser neuer Keeper, da was machen kann. Doumbia trifft allerdings nur die Latte. Aber der Nachschuss vom Bolli geht hinein und damit noch ein Tor von Mathis Bolli. Zwei Tore, eine Vorlage. Der hat uns wirklich richtig zerstört. Dann nochmal Doumbia am Ball, der den Ball verliert. Auf Wadi spielt, Wadi auf Lineker und Lineker schießt und macht dann noch unseren Trosttreffer, unseren Anschlusstreffer zum 3:1. Das Tor von Lineker in der 64. Minute. Dann haben wir nochmal den Ball. Wadi ist da, spielt auf Matsch, dem neuen zentralen Mittelfeld, und der auf Lineker. Und jetzt ist es eine riesengroße Chance für Lineker. Und Lineker schießt, aber trifft nur den Pfosten. Sonst, wenn der Ball drin wäre, hätte es echt noch spannend werden können dann. Der Gegner mit Morales am Ball, der kommt irgendwie durch viele Spieler durch und dann kommt diese Grätsche hier von Stones und Stones räumt ihn ab, sieht dafür auch die rote Karte. Das war eine, ja, nicht perfekte Grätsche und diesmal schießt Morales den Elfmeter und lupft ihn rein zum 4:1. Kurz vor Schluss und somit scheint es das auch gewesen zu sein, aber Morales dann hier nochmal am Ball in der 90. Minute. Und ins kurze Eck macht er das Ding dann auch noch zum 5:1. Und damit Morales, Doumbia und Bolli haben uns hier richtig zerstört. 5:1 ist dann das Spiel auch ausgegangen. Und somit war es das auch für diese 13. Episode. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also haut rein und ciao.